Dann wollen wir nach Syracuse fahren. Geht auch direkt wieder hoch auf die, rauf auf die Interstate 5. Ist ja mittlerweile schon zu Hause. Durch die Klammernschau auf die Technik. Power. Einzulassen ist auch echt so schwierig. Das ist eine Wissenschaft für sich. In der Zeit 5 Richtung. Zumindest ein Stück Richtung Los Angeles, glaube ich. Ja, heute ist genauso schön als wie gestern. Keine Wetter, um ATL 2 oder ATS zu zocken, weil du einfach davor sitzt und keine Ahnung. Nach einer Stunde oder einer Stunde 20 einfach sowas von übelst müde bist durch die Lichteinstrahlung, die von hinten und von vorne kommt. Vor allem die von hinten kommt. Also, sorry. Frage. Ich wollte noch mal nach dem Thermometer suchen. Das ist ungewöhnlich getan. Wollte ich mal. Ich tippe gerade mal so auf 29,30 Grad. Ah, ich habe es gut versteckt. Ich muss hier drin malen. Angeblich 24 Grad. Allerdings war es auch eingepackt. Ich lasse es mal draußen liegen erstmal und mal gucken, wie sich das gleich verändert. Wenn du das meistens Samstag meistens so ist. Oh.
und weiter auf Interstate 5 in Richtung Süden. Wie viel Grad sind es denn bei dir, wenn du schon so fragst? Das ist fast Sauna, also ab und zu saunamäßig, also würde ich sagen zu 28 Grad. Wenn man bedenkt, dass ich bevor das Stream angefangen hat, vor 3 Stunden, also das Fenster offen hatte, so eine Viertelstunde, also nicht Sperrangel weit, sondern nur aufgekippt, aber so oder so, aber war halt dann doch schon frisch. Also wenn man bedenkt, dass es, weiß ich nicht, runtergekühlt war auf 18 Grad oder noch mehr. Fahrt einfach noch langsamer. Aber ich schätze mal, ist vielleicht, wie die Temperatur steigt, sind mittlerweile 25 Grad. Also ich schätze mal so auf 28 Grad. Ab nach Santa Cruz. Santa Cruz, ich dachte Santa Maria. Ah, Santa Maria, ist doch so. Ich habe mich schon gewundert. Der Wolke ist aber wahrscheinlich auch hier das Fenster offen im Bad oder so, ne? Also man kann sich das ja auch durch. Tür durch. Und wenn Toni sowieso das Heizaggregat anhat, dann macht es auch Sinn, wenn man das Fenster auf hat. So, dann fahren wir das restliche Stück auf der California State Route 125. 152. Hm. Aber warum ist es denn kalt bei euch? Oder sehr kühl? Kühlschrank offen gelassen oder was? Ah, Toni hasst alles. Also, fast alles, bis auf Essen. Und stimmt, da war ja was. So, dann fahren wir auf den Freeway 101. Das restliche Stück nach Santa Maria. Ganz vergessen, dass es bei euch aus allen Ritzen pfeift.
Fight der und Peep, das war wie. Komisch, warum ist es unten kälter? Ja, es ist blöd, ne? Wenn das im Winter pfeift und im Sommer, dann kommt dann im Sommer ja auch die elendige Hitze dann auch rein. Also die Hitze vom Boden, sag ich mal, die noch am Boden, weil ich bleib dann ja auch länger da. So ist es gar nicht wirklich abkühlt. Schon nicht so schön. Hey, ist denn der Cruz? Oh. Von der Donner Santa Cruz. Ich dachte, wir fahren nach Santa Maria. Ups. Sommer ist Hass. Bei euch vielleicht nicht ganz so sehr wie bei mir, aber auch Hass. Ziemlich laut, wenn da Gewitter ist, also der Regen. Oh, wieso soll ich denn jetzt wieder hier rein? Hast du eigentlich gerade hier links da GTA drauf oder nicht? Ne, aber ich müsste heute, soweit ich weiß, nicht irgendwie nochmal weg. Zu Kombi oder so ähnlich muss ich nicht. Hey,